Okay, cool. Oh, der Brille sieht ja schon geil aus. Hätte ich auch gerne. So, ich bin immer noch krank unterwegs. Und dann wollen wir mal jetzt langsam mal eine scheiß Mission starten hier. Hier Filter, 4E-Mission, alle Missionen. Das hier Versteck. Koop. 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 Und Luftstützpunkt. Haben wir hier aktive Missionen? Aktive, okay, wir sind jetzt hier. Aktive Missionen, das müssen wir also als erstes machen, wie es so aussieht. Was war das jetzt hier? Kampagnenmissionen. 4E-Missionen. Dann machen wir auch als erstes die hier, wenn das jetzt hier die aktive Mission ist, dann gehen wir auch gleich dahin. Die Mission der Sojo-Kampagne bringt Sam einen Schritt näher zu seinem Ziel, der Engineers aufzuhalten. Halte den nächsten Blacklist-Angriff auf, bevor es zu spät ist. Fortsetzen! Heute wurde in Ansbach, Deutschland, ein Demonstrant von einem Wachposten angeschossen, nachdem dieser ihn für eine potenzielle Bedrohung hielt. Gunter Schmidt, 34, trafen zwei Kugeln am Bein, als er sich trotz Aufforderung stehen zu bleiben weiter dem Tor des Stützpunktes näherte. US-Basen in aller Welt wurden nach dem sogenannten Blacklist-Angriff in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Günther Schmidt? Musste dieser Name unbedingt sein? Günther Schmidt? Ei. Also hier hat man auch die Ghost Panther und Assault Varianten. Datenpaket, Hauptziel, Blacklist Laptop. Okay, dann. So, starten wir einfach mal direkt, würde ich sagen. Mal nicht langsam fackeln hier. Was passiert da in Benghazi? Mein Kontakt ist in einem CIA-Unterschlupf. Da ist jemand, der Informationen über Guam hat. Sie geben ihn aber erst frei, wenn er verhört wurde. Festgenommen? Negativ. Er ist in ihr Büro spaziert. Ist nicht möglich, dass es ein Spinner ist, der einen kranken Humor hat? Verheimlicht ihr etwas? Sein Name ist Andrew Coben. Sagt euch das was? Sam. Hey, Moment. Kennen wir den Kerl? Es stellt sich nur eine Frage. Warum sollte sich ein gesuchter Waffenhändler der CIA stellen? Und das nach Guam? Wieso überlassen wir es nicht der CIA, ihn zu verhören? Vergiss die Jungs von dem Laden, Brex. Du bist jetzt in unserem Team. Sicher. Verpasse ich gerade was? Er ist die einzige Spur zu den Engineers. Niemand verhört ihn außer uns. Wer ist Andrew Coben? Andrew Coben. Hat mal so getan, als hätte er meine Tochter umgebracht, um mich zu erpressen. Wow. Und wieso lebt er immer noch? Gute Frage. Was machen wir, Sam? Wir starten! Bitch! Zeig mir den Unterschlupf. Was da? Was da? Das ist eine üble Gegend. Ich weiß. Komisch, was? Normalerweise sind CIA-Einsätze im Mittleren Osten doch viel besser für alle zu erkennen. Konzentrieren. Am besten durchquerst du hier den Bazar. Auf dein Zeichen verlässt mein Kontakt den Unterschlupf und du hast danach freien Zugriff auf Coben. Auf Bildschirmen sieht es nie schwierig aus, Grim. Damit das klar ist, Sam, unser Ziel lautet, den Mann zu befreien. Und zwar lebend. Jetzt du. Zeig mir die besten Beobachtungspunkte. Die beste Sicht hätte man hier und da. Sieht gut aus. Schnapp dir was Schallgedämpftes. Soll ich für Feuerschutz sorgen oder ein Ziel ausschalten? Charlie, du musst uns einen fahrbaren Untersatz besorgen. Was Unauffälliges. Ein Transporter. Geht klar. Hast du verstanden, was ich gesagt habe? Such lieber einen geeigneten Punkt für die Exfiltration. Irgendwo hier. Soweit alles klar? Beeilt euch mit den Vorbereitungen. Cockpit? Wir fliegen nach Benghazi. Günter Schmidt. Grim sagt, dass Coben am Leben bleiben muss. Keine Toten. Benutze Rauch- und Blendgranaten. Keine Splittergranaten. Rauch- und Blendgranaten. Keine Splittergranaten. Rauch- und Blendgranaten. Rauchgranaten habe ich drinne. Blendgranaten habe ich nicht ausgerüstet. Splittergranaten habe ich auch nicht ausgerüstet im Endeffekt.
Von daher ist mir das auch egal. Ich habe Rauchgranaten, aber Blendgranaten wären wesentlich praktischer, Alter. Soll ich mir mal brennt. Was sind das? 240.000? Ne, 24.000. 24.000. Boah, viel zu viel, Alter. Ich würde doch sparen. Naja, soll ich mal Bandgranaten holen? Was soll ich denn rausschmeißen? Ich habe jetzt, kann ich das ausrüsten? Tatsache. Scheiße, geil. Das kann ich nicht machen. Ich habe das, das, das und das. Also den Trickhelikopter und den Trikopter, Triceratop, den würde ich gerne behalten. Die Haftkamera ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Den Geräusche-Emitter ist jetzt vielleicht ein bisschen schwachsinnig. Dann holen wir uns mal eine Blendgranate. Ausrüsten, kaufen. Dann haben wir auch einen Haftgeräusche-Emitter, ist auch dann automatisch weg. Das ist gut. Dann haben wir jetzt die Blendgranate und jetzt wird gespart. Oh Gott. Ich hoffe, ich verkacke nicht so extrem. Benghazi, Libyen. Befreie an Andrei Coben aus seinem Benghazi-Versteck. Ja, der lädt immer auch Daten. Interessant. Grim, Lagebericht. Wir haben ein Problem. Ich versuche, seit du dort bist, meinen Kontakt anzupingen. Keine Reaktion. Briggs, hast du Sichtkontakt zum Versteck? Bin gerade angekommen. Sieht nicht gut aus. Auf dem Platz sind überall Milizen. Ich fand's geil. Die Leute sind da gerade weggerannt und die bleiben hier ganz gemütlich stehen und so. Und hier sind Geballer und sowas. Ist ja in Syrien so ein sehr Fall, ne? Ich betrete den Platz. Die Milizen blockieren den Vordereingang. Sam, soll ich einen Positionswechsel durchführen und zu dir stoßen? Behalt den Platz von Südwesten her im Auge. Bestätigt. Rücke vor. Grim, versuch's weiter. Meld dich, wenn du die Kontaktperson erreichst. Okay. Ach Gott, die Katze schon wieder. Ich finde das ja so wie in Syrien jetzt gerade zur Zeit, ne? Da hat man ja gesagt, in der in der Außenstadt oder außerhalb der Stadt ist da extrem am Ballern und sowas. Und in der Stadt ist noch alles, da trinken sie Kaffee und essen Kuchen und sowas. Es ist gerade hier voll dieser Ausschnitt hier. Als hätten die es geahnt, die Leute. Interessant. Machen wir mal weiter. Ja, sowieso die Sache in Syrien ist sowieso jetzt eine schwierige Angelegenheit. Kann ich helfen? Toilette, haben Sie eine? Eine schwierige Angelegenheit. Ist das jetzt korrekt, was man jetzt da macht? Oder ist das jetzt überflüssig oder sowas? Ist keine Ahnung. Ich könnte auch jetzt nicht. Shukran. Ich glaube, der würde gerade kacken oder so. Neuigkeiten von der Kontaktperson? Negativ. Überall Milizen, Sam. Ich sag, oh das yeah! Briggs, Status. Bin noch in Bewegung. Ich sehe jede Menge Milizen da unten. Könnte laut werden. Wir werden so leise wie möglich sein. Ich gehe zum Seiteneingang. Hätte ich X drücken müssen. Was? Sie zu markieren? Verdammt, der letzte war aber schwer. Das ist das amerikanische Essen. Die von der CIA fressen nur Cheeseburger und sind tonnen schwer. Hoffentlich hat ihm der letzte geschmeckt. Wenn er zu Hause geblieben wäre, hätte er noch welche haben können. Doch stattdessen kam er hierher. Wenn du dem Boss in die Quere kommen solltest, kann dich das dein Leben kosten. Ich bin sicher, der Typ wollte diesen elenden Feigling Coben auch nicht verteidigen. Wir könnten ihn fragen, wenn er nicht tot wäre. Wenn wir ihn fragen könnten, wäre er sicher deiner Meinung. Bist du witzig? Wie lange müssen wir draußen warten?
So lange, wie es sein muss. Wir bewachen die Ausgänge. Wer Ärger macht, wird sofort erschossen. Keine Fragen. Keine Gefangenen. Viel zu kompliziert. Besonders amerikanische Großmäuler. Ist mir recht. Ich habe mir irgendwie den Rücken verrenkt. War das Gewehr zu schwer? Trag du doch mal den fetten Ami-Arsch. Ist ja gut, ist ja gut. Hör auf zu heulen. Arschloch. Geil! Trag doch mal den fetten Ami-Arsch runter. Schön. Okay. Ich will jetzt gerade. RS, das hier auszumalen. Eliminiere Waffen und Eliminierung und Waffenkills füllen deine Ausschalt. Keine Ahnung. Ja, perfekter Moment. Ausschalten bereit. Deine Anzeige ist jetzt voll. Fähigkeiten ausschalten ist bereit. Gegner in Reichweite sind. Okay, cool. Du erkennen, was sich im Unterschlupf befindet? Negativ. Bin noch in Bewegung. Willst du das nicht? Keine Zeit. Achso, man kann ja die Kamera natürlich jetzt verstecken hier. Komm mal mit, Kollege. Geil, so, du brauchst keinen fetten Ami-Arsch mehr runterzuschleppen. Alles cool. Ich schmeiß mir mal da hinten hin, ne? Da müsste keinem auffallen. Ich werde nicht entdeckt werden, Leute. Das ist eine ganz blöde Eigenschaft, die hier entstehen könnte dadurch. Und wir gucken mal, ob wir den da vernünftig reingeschmissen kriegen. Ja, sieht aus, wie ein Witterstäbchen machen wollte. Perfekt. Öffnen. Vorsichtig. Huh. Drei Gegner. Und den schalten ruhig aus. Den nehmen wir auch direkt mal hier ab. Sieht keiner? Da habe ich anscheinend jetzt viel zu viel Glück gehabt, dass KI so dumm ist. Nein, geh hier in Deckung. Zack, zack. Das war in Ordnung. Schau mal, was du hier hast. Gar nichts. Das ist super. Heben wir mal auf hier. Können wir den vielleicht ganz cool in den Stuhl setzen? Ist ja übercool. Ich will da den Stuhl reinschmeißen. Tja, das klappt nicht. Okay, komm mal her. Wo bringen wir dich denn am besten mal hin? In die Ecke sieht doch keiner. Okay, das war jetzt überhaupt nicht geplant. Okay, das ist cool. Wo machen wir den nächsten hin? Können wir den auch da reinschmeißen? Nein, ich will ihn da rein. Da rein. Das klappt ja super. Alles Vorsichtsmaßnahme, die ich hier treffe. Ah, hier ist auch super Platz hier. Komm, da reihen wir das alles auf. Gibt's hier hinten irgendwas? Ich
Offizielles? Halt, hier ist ein Schalter.